Hört sich schon geil an. Das überlagert sich so super, ne? Tralalala. Schwabidabidu. Schwabidabidu. So, fahren das eigentlich lang? Also, so schon ja, guck mal, ganz schön. Auch. Also, sind wir schon in diesem komischen Dreieck da, okay. Also, wir sind hier offensichtlich schon mal lang gefahren, glaube ich. Ja, sagt das Navi auch. Ich bin hier garantiert schon mal lang gefahren. Es spricht gelb zu dir. Ja, es spricht gelb zu mir. Mit gelber Farbe. Aber kann man das, kann man das nachträglich nachgucken, ob man über ein Affiliate gekauft hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du nicht. Nee, doch, du kannst über den Verlauf gucken, ob da sowas dran war. Ja, gut. Es sei denn, du bist ein pflichtbewusster Internetnutzer, der da die ganze Zeit dann irgendwie so ein C-Cleaner drüber jagt. Ja, oder so. Wenn du ein pflichtbewusster IT-User bist, installierst du dir keinen scheiß CC-Cleaner auf deinen PC. Sondern löscht die Cookies manuell von Hand im Binärcode irgendwo raus. Nö, du kannst auch einfach deinem Browser sagen, beim Schließen alle Cookies löschen. Ey, cool. Boah, das geil. Geht. Oder du kannst auch einfach deinem Browser sagen, lösch jetzt mal alle Cookies. Ja, aber wenn du im Private bist, dann nimmt er ja gar keine Cookies. Dann macht er ja auch gar nicht und so. Ne, dann macht er gar nicht. Bringt der Affiliate auch gar nichts, wenn du über CC-Cleaner hatte ich noch nie auf dem PC und werde ich auch nie auf dem PC haben. Ich finde das süß, wie jeder CC-Cleaner sagt, obwohl das zweite C das C von Cleaner ist. Nee, das ist CC-Cleaner. Ich habe das so gelernt. Ja, das finde ich voll witzig. Ja, auch. Das sagt jeder. Ja, C-Cleaner klingt doch irgendwie scheiße, weil das klingt dann so, als würdest du stottern. Ja, aber Computer-Cleaner. Oder was heißt das denn? Computer-Cleaner wahrscheinlich. Computer-Cleaner wahrscheinlich, ne? Ja, cooler Computer-Cleaner, das ist dann der von Julian. Das ist dann der CC-Cleaner. Das ist der CCC-Cleaner. Also, weißt du, ich hab halt den CC-Cleaner, weißt du, den coolen Computer-Cleaner. Aber selbst der kommt nicht auf die Platte. CCC. Chaotischer Computer-Cleaner. Der Julian hat eine CC-Fliege. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nach Dings da reinkommen, ne? In den Kaffee, ne? Alter, ich wünschte, ich hätte Sarahs Alexa an meinem Mischpult angeschlossen. Jürgen Köpping oder nicht? Jetzt hier so, genau. Ja, Jürgen Köpping, oder? Nee, rechts raus. Ja, so rechts. Rechts raus. Ja, nee, aber muss jemand nach Jürgen Köpping oder nicht? Nee. Ja, dann habe ich das irgendwie... Ich muss mir echt nochmal so ein Kabel besorgen. Dann kriegt der James mindestens auch nochmal flache Witze. Ohne dass ich mich dafür anstrengen muss. Ich muss dann einfach sagen, Alexa, erzähl einen Witz. Soll ich mal was sagen? Ja. So ein ledergebundenes Lenkrad, ne? So ein Lederlenkrad. Fühlt sich schon verdammt geil an. Ist schon geil, gell? Ist schon fast wie selbst Autofahren, ne? Also du hast das G29, ne? Das hat jetzt auch so Kunstleder drum, ne? Mhm. Der ist geil, ne? Ich glaube, das ist nicht mal Kunstleder. Ich glaube, sogar echtes. Ich glaube, mit echtem Witz wäre es teuer. Ja, aber es ist auch schon teuer. Ich glaube, das ist tatsächlich echtes Leder. Musste man nach, also ich würde sagen, also zumindest beim G27 ist das, glaube ich, Kunstleder. Aber es ist ja, gut. Der 29er ist, glaube ich, echt. Also es fühlt sich auf jeden Fall von der Haptik. Echte Tiere sind dafür gestorben. Richtig geil an. Okay, Google. Erzähle einen Witz. Ja, hier kommt einer. Welche Musik hört ein Computer am liebsten? Wo seid ihr? Mit einem Algorithmus. Oh. Aber den habe ich mir tatsächlich, ohne den zu kennen, so ein Algorithmus-Witz, habe ich mir so eine Art schon mal ausgedacht. Wie wenn ein Informatiker tanzt, hat er dann einen Algorithmus im Blut oder ja, so. Ja, Carsten? Der LKW hat eine Cruise Control. Oh. Geil. Er hatte Tempomaten. Nee, weißt du was? Sogar einen Abstandswarner. Als ob der funktioniert. Ey, das muss ich ausprobieren. Ich muss das lesen. Als ob der funktioniert. Klar funktioniert der. Erzähl einen Witz. Das hören wir leider nicht. Was sind die letzten Worte eines Fallschirmspringers? Immer diese verflixten Motten. Also den Algorithmus fand ich besser. 1-0 für Google. Also kann man ihr auch sagen, erzähl einen Witz. Flachwitz. Wer beim Metzger klingelt, darf sich nicht wundern, dass kein Schwein aufmacht. Das ist jetzt die Alexa Reverb-App fürs Handy. Google. So, und du musst jetzt leider alles rausschneiden, ne? Nö. Muss ich nicht. Doch. Weil sonst dürften 20.000 Reviewer, die auf YouTube ein Video dazu gemacht haben, das auch nicht hochladen. Nee, darfst du nicht. Aha. Also der Jude, der darf das auf jeden Fall nicht. Bullshit. Genau, die hatte das doch verboten, dir persönlich.
Ich muss ein Alexa-Skill schreiben. Ich nenne. Oh, scheiße, sie ist angegangen. Stopp. Erzähl einen Witz. Ich muss ihr. Treffen sich zwei Magneten. Wie geht's? Ganz gut. Ich weiß nur nicht, was ich heute anziehen soll. Ja, wenn ich weiß, das vorausberechenbar. Wenn du den hörst, dann weißt du, dass Magneten ja, so, dass es auf Anziehen rausläuft. Stopp, Alexa, stopp! Ich habe dich leider danke. Nicht verstanden. Ja. Gut, dass ich dieses Wort jetzt gerade nicht in den Mund nehme. Das ist echt böse. Die ist viel zu empfindlich. Die steht bei mir hier irgendwie neben der Xbox auf dem Dingens. Eine Xbox hat er auch noch. Die Xbox 360. Ach so. Habe ich schon seit Ewigkeiten. Ach so. Auf jeden Fall. Sie ist da vorne aber ganz gut am Rasen. Ne? Auf dem da Ding steht die halt you, und die hört halt verdammt gut. Ja, da hinten ist Vexio. Cool. Also wer muss da denn hin? Carsten, ich? Oder? Gut. Carsten, ich muss nach Malmö. Deswegen war ich gerade so. Ich werde magisch angezogen. Kachel da mal durch. Ich muss zur Malmöres. Alter, der ist aber richtig, boah. Der ist aber er zieht schon gut, gell? Ist brachial. So, Vexio. Vexio. Links abbiegen, geht auch nur links. Ja, das ist korrekt. Das ist das coole an Landstraße. Weißt du, wir spielen seit wann spielen wir ETS? Gar nicht. Lange. Seit 2 Jahre mindestens doch schon. 22 länger. Minuten und eine Sekunde. Nein, nicht heute. Julian, so, länger. Vor jeder Aufnahme wird das Gedächtnis das mit einer gewissen Person ist ja schon 1,5 Jahre her. Ja gut, aber wann haben wir denn mit dem Let's Play angefangen? War das schon Anfang 2015? So, wo aber Carsten hat hin? Doch erst Mitte 2015 mit Videos angefangen. Wo muss ich denn jetzt hin? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, 2,5 Jahre, sagen wir 2,5 Jahre. Ich fahre mal am Carsten vorbei, sonst blockiere ich die Ausfahrt. Doch, sonst blockiere ich da die Ausfahrt. Nein, nicht vorbeifahren. Nein. Fahr ja weiter. Ich muss ja zu meinem richtigen... Jetzt hupt er da uns an, wer ist er? Ach, das ist ein. Der Carsten, Kollege. Carsten muss zu Trecker-Trans. Jetzt bin ich in der Non-Collision Zone. Gut. Non-Collision. Non-Collision-Zone. Non-Collision-Zone. Wer ist eine spanische Entwicklung? Entschuldigung, ich bin schon weg. Hey! Sag dir, ich bin schon weg. So, warum steht hier einfach so ein Auflieger rum? Ach so, weil diese Doppeldinger. Doppelding. Und man kann da ja gar nicht mehr durchfahren durch die Dinger. Nein. Er ist aber auch irgendwo so. Das ist aber schon länger so. Ich bin ja, bereit, ich hab's Leute. Wieder vergessen. Er ist bereit. So, ich muss nach Malmö. So, mach mal Malmö. Ja, dann fahren wir da mal hin, oder? Fahrt doch mal alle durch mich durch. Ja, machen wir. Mach mal sowieso, Carsten. Wenn du das unbedingt möchtest, brauchst du es gar nicht drauf auffordern. Ne, eben. Hast du das Holz? Carsten hat ich das hab Holz. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Carsten hat das nachweihnachtliche Holz. Ach, jetzt ne? Bleibt er auch noch an der Ecke hängen, ey. Der ist zu doof. Ach, kann dein LKW nichts für. Ne, nicht ich. Mein LKW, der Typ da. Warte mal. Das ist Carsten. Wer ist denn Carsten? Carsten ich bin hinter das. Dir jetzt. Das ist Carsten. Wer ist denn Carsten? Ach, Carsten, fahr doch mal raus. Du bist der mit dem Holz, der jetzt rausfährt. Ja. Weil der vor dir hatte auch so coole Eisbären. So, wo seid ihr denn jetzt? Ach, da hinten. Holz. So, ich fahr euch einfach gleich hinterher. Ich stell das jetzt nicht ins Navi ein. Die ist Conny verstehen. So, da kommt ein Carsten. Nein, da bin ich nicht. Stimmt, der ist blau, der Punkt. Blaupunkt. Nun mal bin ich blau. Gibt aber noch andere Navi morgen. Ja. Ja, TomTom. Garmin. Hans. TomTom. Hier ist auch Werbung geschädigt, glaube ich. Nee, kein bisschen. Ein Loch ist im Eimer. Aber die Werbung von TomTom mit Hans, die ist schon ganz alt. Aber was geil ist, wenn man das Lenkrad auch nicht mehr hört. Das ist ja besonders geil. Ne? Ich glaube, ich frustriere gerade den hinter uns herfahrende, ja, weil ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung der hinter halte. Uns her, hinter dir herfahrende bin ich. Ja, aber hinter dir fährt ja noch einer. Ja, wir alle. Ne, da ist noch ein blauer dazwischen. Ja. Ja, so fährt er wahrscheinlich auch. Nee, ich frustriere gerade ein bisschen. Der ist ein Dreiachser, guck mal.
weil ich mich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte. Warte, ich muss mich mal kurz aus dem Fenster lehnen und sagen, drei Achser sind unrealistisch. Aber volle Pulle, ey. Ja, man muss doch hoffen, dass er den gleichen Funkkanal wie du hat. Ich hab den Funkkanal schon, ich hab Funk schon wieder ausgestellt. Ja auch. Weil ich nicht auf Russisch beschimpft worden werden wollte. Was macht er da vorne? So, ich habe die City geleftet, dann kann ich jetzt ja Gas geben. Ja, dann mach mal. Ja, mach ich doch schon. Du nervst nämlich alle hinter dir. Das glaube ich auch. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns. Weil es auch gut sein könnte. Den Blauen wollte ich ja nerven. Das war ja Sinn der Sache. Wieso denn? Ich finde den so, ich find James, den sympathisch. James, geboren um zu nerven. Sag mal, Josh, hast du eigentlich kein Licht an? Ich hab Licht an, oder? Tempo seiner Zeit. Also ich kann ja, Julian, kann bremsen. Ja, vorne hast du auch Licht an. Und Pritt ist auch geboren, um zu kleben, also, ne? Ja. Keine Ahnung, stimmt das? Aber hätte ich kein Licht an. Aber ich hab so Schwarzmüller-Teile da, so Markierungs-Orange-Teile. Hab ich auch. Tatsache. Boah, wie gut der anzieht, der LKW, das ist voll geil. Der sieht aber auch gut aus, nachdem er sich angezogen hat, Mensch. Ja, ne? Er sieht das aber auch hübsch aber aus. Ich meine, der hat sich heute ganz schick angezogen. Der ist voll der Raucher. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich gerade 19 Tonnen ziehe, was ich aber in der Tat tue. Das Getriebe kann schon was. Ich mag den Motor. Ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie auch in unserer ETS-Laufbahn schon sehr oft umentschieden wegen Getrieben, ne? Ja. Also ich hatte jetzt haben wir dann auf 6 Gang Getriebe und jetzt sind wir wieder bei mehr. Aber ich bin bei 16. Das ist Premium, das Ding. Ich bin jetzt im 16. Gang. Premium, ey. Weißt du, was ich geil finde? Ja, was denn? Da gibt's eine Person, die wirft mir immer Cheating vor. Bei gewissen Spielen. Echt? Mhm. Cheat ist ja auch. Ja, und wer hat hier jetzt die Bußgelder abgedreht? Ich habe nur keine Lust, die ganze Zeit fürs geblitzt werden, Alter, irgendwie Geld zu bezahlen. Milliarden. Das macht immer Plink. Nur 1,4. Nur 1,4 Milliarden, das ist ja fast nix, Mensch. Nee, ist auch nix. So, kannst du rein. Cool. Der zieht ja schon wie Sau, ne? Ja. Der Drecks LKW. Das ganze Holz da hinten, so schwer. Oh, wir müssen da. Boah, der James gibt aber auch gerade richtig hart Gas. Denn. Das ist das Getriebe. Nicht der James nicht, ist nur das Getriebe. Nur das Getriebe gibt Gas. Das Getriebe macht das automatisch. Der James steht noch in Malmö. Also rechts rum, Gas. Also im Gegensatz zu dem 12- und dem 6-Gang-Getriebe geht das mit den 16-Gängen echt gut. Was macht er da jetzt? Weil er immer beim Schalten nur auf 1600 runtergeht. 1600 runtergeht. Aber hier sind wir doch noch nie lang gefahren, oder? Irgendwie kommt mir das doch hier ist gelb. Aber mir kommt das überhaupt nicht bekannt vor. Mir irgendwie auch nicht, ehrlich gesagt. Carsten, du musst nicht nachdenken. Wenn das Navi dir sagt, es ist gelb, dann bist du hier schon. Das Navi ist mein Gehirn. Genau. Gehirn. Gehirn. Das ist wie Gehirn. 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 Und Perk. Und Birne. Ganz wichtig ist die Birne. Boah, Birne muss ich auch mal wieder kaufen. Ich mag Birne. Und Clementine. Habt ihr jetzt... Ja, Clementine haben wir ganzen Sack voll. Hier Human Fall Flat gesehen? Ja. Ich habe so die erste Folge gesehen und fand die mega geil. Hab dann in die zweite anfangs mal reingeguckt und fand es dann irgendwie, weiß ich nicht so. Und dann habe ich Ding? Die dritte wieder gesehen und habe mich so weggeschmissen vor Lachen, dass ich die zweite dann auch noch geguckt habe. Ja, das Schlimme ist, der hat mich gestern Abend so weggeschmissen, ich konnte nicht mehr richtig atmen. Ich habe die ganze Zeit Schluck aufbekommen, weil ich nicht richtig atmen konnte. Das war so geil. Also du musst lachen und du kannst nicht richtig lachen, weil irgendwie alles wehtut und du verschluckt und bist. Weinen. Wo der Tobi versucht hat, die Bahn da rauszuziehen, wenn der Tobi dann so auf Akku macht, dieses Komm raus, Bahn! Ja, aber vor allem, ich finde die Bewegung so geil. Ja. Weißt, sie laufen alle wie nach, also nach ordentlich was Intus. Ja. Es ist irgendwie so süß, weißt du, das wirkt so, das wirkt so süß. Ja, so richtig dapsig. Also Human Fall Flat ist total geil. Ey, die bewegen oder auch noch diese Körper, wie die sind, so vom ja. Ich glaube, die finden das Spiel auch cool, weil das wird jetzt dann die 5. Folge. Am Stück. Stück. Normalerweise Stück. Ist ja HWSQ Miststück, vielleicht ja, drei Miststück. Folgen oder. Jetzt ein Stück hier. Außer bei League of Legends, da war es nur eine. Das war auch so ein Sonderspecial. Fand die nicht cool. Ja, genau. Also ich muss aber schon sagen, der Scania hält sich gut in der Kurve. Ja. Ah, ich finde auch, das Dashboard, da fühlt man sich so geil dahinter irgendwie. Ja, da fühlt man sich so. Ja, wie so ein Trucker.
Ich weiß ich nicht, also wie, nee, so, ein, wie so ein Trucker, ey. Ich fühle mich da wie so ein Trucker, also mit Stil. So hat das Dashboard ein anderes Lenkrad als das, was der Josh in seinem Preview hatte? Ja, hat es. Also das ist ein anderes Dashboard tatsächlich. Weil das Lenkrad, was der LKW in deinem Preview hatte, fand ich hässlich. Oh, wir müssen abbiegen. Echt? Nee, müssen wir nicht. Nee, doch. Bei mir müssen wir gerade auch. Ach ja, ich habe ja nicht eingestellt. Entschuldigung. Ich bringe hier wieder alles durcheinander. Ich bin mal gespannt. Ich muss mir da nochmal beim Josh angucken, welches... Das hat aber kein Navi gehabt. Das hat mich ein bisschen... Also ich fand das Lenkrad absolut hässlich.